Peter, bei dir fand ich das ja immer sehr spannend, wie du teilweise auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden bist, wie du auch Interviews geführt hast. Und auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern, Andi Dober wurde von dir zum Beispiel immer sehr hart kritisiert und dann haben wir mal geschaut, der hat aber immer gespielt und hat bei dir oder unter dir die besten Leistungen gebracht und da habe ich zum Andi gesagt, du, da kann er dich jede Woche kritisieren, wenn du immer wieder spielst, dann ist es perfekt. Über einen Kamm scheren, sag mal, behandelst du die Spieler unterschiedlich schon auch oder sagst du alle gleich? Nein, so wie der Walter jetzt richtig sagt, du musst schon ein bisschen ein Gespür haben und in meinem Fall war ich ja ein bisschen kein einfacher Spieler und wenn jeder Trainer die wegen irgendeiner Kleinigkeit aus der Mannschaft eliminiert, dann fällt dann irgendwas. Aber bei Andi Dober war es immer so, dass ich einfach unzufrieden war, weil ich gemerkt habe, der kann mehr, der Bursche. Und den hast du müssen wirklich schirmen. Okay, der kann nichts dafür, der ist mit jungen Jahren schon mit Rapid 2-5 Master geworden und hat sich auf das schon, und er hat natürlich auch, bei ihm kommt ein bisschen das Familiäre dazu, der hat, glaube ich, das sind 10 oder 11, also er könnte bei seiner Mannschaft da in 10. Nummern könnte 11 Dober spielen und da hat jeder glaubt, der ist der Beste von allen, ne? Von den Dobers. Und er hat sich einfach mit denen zufrieden geben oder hat glaubt, er kann sich damit zufrieden geben und den hast du halt immer müssen schirmen. Das ist eben das, was der Walter meint, wo das Trainer dann vielleicht deine Aufgabe ist, den einen brauchst du weniger schirmen, mit den anderen kannst du vielleicht, mit dem Dovandi zum Beispiel, mit dem hast du ein bisschen auch schärfer reden können, also den hast du schon ein bisschen, weil er selber da im 10. aufgewachsen ist und da ein anderer Umgang ist. Es hat bei uns in Wien ein bisschen auch was mit den Bezirken zu tun, wo man aufwächst. Und beim Andi, mit Andi hast du schon, den hast du schon härter anpacken auch können. An Steffen Hoffmann hast du nie so nehmen können, wie ein Andi da war, das ist ganz klar. Und bei Andi war einfach, dass ich gemerkt habe mit seinen 23 Jahren, er gibt sich mit dem zufrieden, ja, ich spiele bei Rapid, ich bin ja Stammspieler und das nicht. Bei ihm war es leider dann, er hat leider müssen den sauren Apfel beißen, wie ich gekommen bin zu Rapid. Das war wieder eine andere Situation, weil ich mich schon kennt habe von Klagenfurt, wo mir bei ihm aufgefallen ist, der hat zwar das Talent, aber er kann mit seinem Talent nicht umgehen. Und da ist einfach inwiefern? Das Gespür. Er war schnell sehr unzufrieden. Wenn den Flanke nicht gelungen ist und die Szene wird mir immer im Kopf bleiben, wie wir im Medjugorje da im Trainingslager waren, der Boden sehr tief, sehr wach und wir haben Flankentraining gehabt und er geht die zweite Flanke schon nicht und haut dann so einen Fahrer rein in den Rasen und tut selber sich schimpfen und alles und da habe ich gemerkt, das, wenn er das nicht ablegt und das hat er leider nicht so schnell ablegen können, wie immer das vorgestellt hat, weil die Möglichkeiten hätte er ja gehabt, aber wenn du immer mit dir unzufrieden bist, weil da was nicht gelingt, zahlst du ja die anderen ein bisschen mit und da war er sehr ein bisschen unruhig, der Matthias. Hättest du mit deiner Erfahrung von heute anders mit ihm umgehen können damals? Hast du da dazugelernt auch im Laufe der Zeit? Glaube ich nicht, weil ich denke, ich bin seit ich Spieler war, diesen Weg gegangen und seit ich dann Trainer geworden bin, und ich bin relativ lang Trainer, bin ja schon seit 1996 Trainer, das werden ja die meisten ja gar nicht wissen, dass ich 96 schon Amateurtrainer war und gleichzeitig Co-Trainer in der deutschen Bundesliga, ich habe eine Doppelfunktion gehabt und habe das auch von der Pike auf lernen können. Heute habe ich immer so das Gefühl, jeder, der was jetzt dreimal im Ball getroffen hat und seine Karriere beendet, der möchte sofort Trainer werden und möchte sofort bei einem großen Club anfangen oder bei einem guten. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, eben über das Amateurteam weiter lang dann Co-Trainer zu sein und das lernen. Aber von meiner Art her als Mensch, wie ich war, habe ich mich nicht, glaube ich, nicht großartig geändert. Jetzt von der Arbeit her muss ich sagen, die letzten Jahre schon, auch wenn diese Auslandsengagement in den letzten Jahren da immer belächelt worden sind, aber du musst ja auch dort erst durchsetzen. Und das ist mir trotz allem gelungen, auch wenn es die Sprache nicht beherrscht, aber das geht schon. Man kann sich schon irgendwie immer verständigen. Und es ist aber so, dass ich vielleicht heute bei Klagenfurt bei weitem nicht mehr diese großes Distanz zu den Spielern habe, als wie bei Rapid. Du warst schon sehr distanziert zu den Spielern bei Rapid, kann ich mich erinnern. Ja, da war ich schon sehr weit von der Mannschaft weg, gar keine Frage, weil ich das anders auch gelernt habe. Wenn du dann selber schon deutscher Bundesliga-Trainer warst, kriegst du das Ganze medienmäßig und alles ganz anders mit. Und
du hast da mit der Mannschaft ganz anders arbeiten. Also der Michi weiß ja auch, das bei 1860, diese Medien, das ist ja nicht so wie bei uns, wo am Freitag ein Journalist kommt und fragt, wie spielt es morgen, sondern da ist von Montag bis Samstag jedes Mal die Journalisten am Platz und die sehen ja alles und kriegen ja alles mit, was in den. Aber auch die Kommunikation, oder das, wie ich mit der Mannschaft kommuniziert habe, das habe ich mir im Ausland ein bisschen dann abgewöhnt. Also mehr die Distanz zu den Spielern gesucht, ohne dass du aber von deiner Linie aber abweichst. Und das ist deswegen, das ist immer ein Satz, den was ich immer vom Alten mitnehme, der was gesagt Ernst hat. Ernst Happel? Ja. Der, was immer für die jüngeren Zuschauer, ne? Sind jüngere da? Ja. Der, was immer gesagt hat, man soll sich als Trainer, darfst du nicht verbiegen. Egal in welche Richtung das geht, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich, weil die Spieler sind schlauer, wie ob es heutzutage so ist. Weiß jetzt nicht, aber zu unserer Zeit hast du einen Trainer nach 3 Wochen alles angeschaut, hast von 3 Wochen gewusst, hoppala, wie dick der, wie handelt der und das. Und das ist bei mir dann sicher in den Jahren, wo ich da im Ausland gearbeitet habe und jetzt die Rückkehr da zur Austria Klagenfurt, ist ein ganz anderes Verhältnis als wie bei Rapid damals.